Ihr habt doch jetzt etwas geübt miteinander, ne? Wie heißt das? Interesse. Ne? Interesse. Und Interesse ist eigentlich die wesentlichste Qualität, die Menschen haben können. Interesse hilft uns weiter, auch in unserer intellektuellen Entwicklung. Ne? Neugierig sein, Interesse haben, nachfragen, lernen. Aber Interesse für Menschen ist die Grundlage für das soziale Leben. Ja, dann kann man miteinander umgehen und das ist schließlich die tägliche Aufgabe, mit anderen umgehen. Okay. Die meisten von uns haben sich auf diesen Tag vorbereitet, mit oder durch die YouTube-Filmchen, die wir angeboten haben. Das wird dann so in großen Linien das Thema sein. Man kann sich dadurch inspirieren lassen, um vielleicht hier wegzugehen mit der Idee, ich lasse alles beim Alten, nur die eine Sache werde ich ein bisschen ändern. Und das ist dann eigentlich schon genug. Ne? Dann könnte ich ja auch über diese eine Sache sprechen, dann wären wir auch in einer halben Stunde fertig. Aber ich weiß ja nicht, was deine eine Sache ist. Also nur so einen breiten Bogen und dann werden wir sehen, da wird für jeden etwas dabei sein. Dies ist ein Tag, der ruht auf die Individualpsychologie nach Alfred Adler, einer der Richtungen in der Psychologie. Und ich finde, Alfred Adler macht es uns leicht, verständlich, wie das Leben so sein kann, wenn es in Ordnung ist, indem er zum Beispiel sagt, es gibt drei Aufgaben im Leben, die gelten für jeden Menschen, damit das Leben überhaupt weitergeht. Und erstens brauchen wir Kinder, das heißt Sex, als erste Lebensaufgabe, sagt er. Die zweite Aufgabe ist Arbeit. Wir müssen das, was die Erde uns bietet, bearbeiten, damit wir überhaupt leben können. Und die dritte Aufgabe ist, so miteinander umzugehen, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen. Drei individualpsychologische Lebensaufgaben. So selbstverständlich. Aber es ist gut, wenn man sie mal auseinandernehmen kann und sie mal einzeln angucken kann. Das ist typisch für die Individualpsychologie, dass jeder, der sie kennenlernt, der sagt am Ende, habe ich ja alles schon gewusst. Aber Adler bringt das in eine Übersicht, in ein System, wo, wenn man da dann mal tiefer reingeht und versucht es tiefer zu verstehen, dann kommt man wirklich an das Leben selbst, an die Wurzel des Lebens und dann merkst du, wie verdammt schwierig das ist. Aber heute bleiben wir so ein bisschen an der Oberfläche, damit wir am Ende das Gefühl haben, dass es leicht ist. Aber diese drei, ich schreibe sie hier nochmal hin. So. Das ist ein bisschen eine andere Formulierung als vorhin, aber in seinen Schriften spricht Adler oft von Sex, wenn er Liebe meint. Ist doch auch, gehört doch auch zusammen, oder? Kann zusammenhören, kann auch mal nicht. Ich habe das Thema Liebe vorne gesetzt, weil ich glaube, dass die Liebe zu dem Partner, die Liebe zu den Eltern, zu den Kindern an erster Stelle kommen muss. Und dann kann man sich fragen, wie ist das mit meiner Arbeit? In vielen Fällen ist es ja auch umgekehrt, ne? In der Praxis des Lebens, dass die Arbeit vorne steht und so wichtig ist,
dass die anderen zu kurz kommen. Und deswegen, wenn wir da heute noch kurz überdenken, dann ist das, damit uns wieder bewusst wird, ah ja, es gibt ja diese drei. Und wie ist das nun in meinem Leben? Ist da ein gewisser Balance drin? Oder tue ich so viel auf das eine Feld, dass mir das vielleicht sagt, dass ich für ein anderes Feld weglaufe? Das könnte ja auch sein. Das muss nicht sein, aber wenn Menschen so viel arbeiten, dass sie für alles andere keine Zeit mehr haben, dann muss man sich fragen, ist das eine Flucht für irgendwas? Aber wenn man die Antwort hat, genügt das nicht, denn der Betreffende muss selbst verstehen, es gibt drei Lebensaufgaben und ich muss überlegen, habe ich die so ein bisschen in Balance, nicht unbedingt der Zeit nach, sondern dem Interesse nach. Man muss ja nicht so viel Stunden, das genau in drei Teile von Stunden teilen, sondern die Frage ist, wie ist das mit meinem Interesse? Gut. Diese drei Aufgaben sind alle nicht einfach. Aber es scheint, dass die Lebensaufgabe Liebe für die meisten Menschen die schwierigste Aufgabe ist. Man könnte sagen, Kinder lernen schon von Anfang ihres Lebens an, lernen sie schon, dass Vater oder Mutter oder Vater und Mutter regelmäßig zur Arbeit gehen. Das ist ein vollkommen selbstverständlicher Anteil des Lebens. Menschen arbeiten. Kinder lernen in der Schule schon mit anderen Kindern was zu tun. Auf dem Schulhof spielen sie sich am Freundchen, am Freundin. Also zusammen im Sinne von Gemeinschaft, auch das lernen wir schon sehr früh. Das Thema Liebe im Sinne von Partnerschaft, da schauen die Kinder, Papa, Mama ist gleich, ganz oft, Papa, Mama ist gleich Streit, oder Papa, Mama ist gleich Konkurrenz, oder Papa, Mama heißt, Papa ist nie da, oder, weißt du, und das sind so ganz frühkindliche Eindrücke, die in sicher eine große Anzahl der Fälle auch sehr positiv sein können. Und wenn die positiv sind, dann hat man eine gute Grundlage für die eigene Partnerschaft. Heute wollen wir hier ein bisschen bleiben, bei der Liebe. Und ich finde die Liebe deswegen auch schwierig, weil, und das merke ich auch bei Julita immer wieder, das Thema Liebe als Partnerschaft, Ehe, besteht ja aus zwei Menschen. Und das sind zwei eigene Welten. Und wenn sie wäre, so wie ich sie haben will. Es gab mal ein Buch, das hieß, hätte ich doch mein Spiegelbild geheiratet. Weißt du, so. Dann hätte ich jemanden, der genau das macht, was, wie ich bin oder wie ich es haben will. Oh Mann, oh Mann. Ich denke, das ist der Lernprozess. Zu verstehen, dass der andere anders ist und dass du den anderen auch nicht ändern kannst durch Druck, durch Kritik, durch Schimpfen, durch eine Depression oder was auch. Der ist, wie er ist. Und du musst lernen, neben dem den Kopf hochzuhalten und stark zu sein und das, was du als Liebe bezeichnest, auf den anderen auszurichten. Auch deswegen denke ich, ist Partnerschaft schwierig, denn du kannst eigentlich überall weglaufen. Du kannst, wenn deine Arbeit dir nicht gefällt, kannst du gucken, ob du eine andere Arbeit findest. Aber aus einer Ehe läuft man nicht so leicht weg. Man könnte vielleicht, aber das ist ganz kompliziert. Wenn man Kinder hat oder wenn man gemeinsamen Betrieb hat oder was auch. Es gibt so viele Dinge, die das schwierig machen, um eben mal schnell zu wechseln.
Und dann bleibt man. Wie hat man das genannt? Innere Kündigung. Weißt du, das Wort kennst du ja. Du bist dann noch da, du bist eigentlich nicht mehr da. Und das braucht nicht so zu sein. Da werden wir heute auch mal besprechen. Es muss nicht so sein. Und es gibt viele Möglichkeiten, an einer Partnerschaft zu arbeiten. Tsubamo kennen wir ja alle. Und das bedeutet im Grunde nicht anders, als dass man zusammensitzt, sich mal kurz in sich geht und sich fragt, was beschäftigt mich jetzt? Oder was ist mir klar geworden? Das machen wir in der Partnerschaft jeden Tag. Aber mit einer großen Gruppe kann man es auch machen. Also ich setze mich jetzt dahin und die Frage steht im Raum, was beschäftigt mich, was ist mir klar geworden? Und wenn jemand dazu was sagen will, bitte schön.